Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Alweb Bestwin. Nachdem wir in der letzten Folge die Windäther-Quests gemacht haben und so ein bisschen mehr über das Leben in Almaroth erfahren haben, machen wir jetzt weiter mit der Main Story. Wenn die anderen wieder da sind, werden wir unsere Erkenntnisse teilen. Hoffentlich zeigt sich dann, was wir als nächstes zu tun haben. Eigentlich war es bei allen das Gleiche. Die Amarotaner rechnen mit einer Katastrophe, ihre Schöpfungsmagie ist außer Kontrolle geraten und der Konvent, zu dem Emmet Selch gehört, bereitet eine drastische Gegenmaßnahme vor. Für die Amarotaner gibt es kein anderes Thema. So wird es damals auch gewesen sein. Uriange, hast du dir schon Gedanken zu der Schöpfungsmagie der Alten gemacht? Eine faszinierende Disziplin der Magie, kein Zweifel. Alles, was der Geist sich vorzustellen vermag, kann Wirklichkeit werden. Es braucht nur ein klares Konzept, um seinen Geist zu fokussieren. Ich komme nicht umhin, mich an die Beschwörungsriten der Primae erinnert zu fühlen, welche ebenfalls von den Ashians herrühren. Mit ihrer Hilfe werden Gestalten, Götter in Existenz gerufen, die bis dahin nur aus Mythen und Legenden bekannt waren. Zu dem gleichen Schluss bin ich auch gekommen. Vor der Zersplitterung des Planeten standen den Bewohnern der Welt unglaubliche Mengen an Mana zur Verfügung. Egal wie viel Energie ihre magischen Rituale und Zaubersprüche auch erforderten, die Alten waren in der Lage, sie mit dem Äther zu speisen, der durch ihre eigenen Körper floss. Würden wir das Gleiche versuchen, wären unsere Energien schnell erschöpft und wir müssten sie von anderswo beziehen, aus Kristallen oder dem Land selbst. In unseren Händen würde ihre Schöpfungsmagie also zu einem Werkzeug der Zerstörung. Eine interessante Theorie, aber Emmet Selch haben wir immer noch nicht gefunden. Oder sah es bei euch vielleicht anders aus? Nicht direkt, aber wir haben erfahren, dass der Konvent der 14 nahe des Kapitols zusammentritt. Wir waren da, aber ohne Besucherkarte wollte der Beamte uns nicht reinlassen. Wir haben im Büro des Administrators versucht, an so eine Karte ranzukommen, aber der Beamte da konnte uns nicht weiterhelfen, weil er unseren Namen nicht im Register gefunden hat. Ich wollte nicht noch mehr Zeit verschwenden. Also haben wir es sein lassen und sind zurückgekommen. Aber vielleicht solltest du es mal versuchen. Die Stimme im Aufzug kannte schließlich deinen Namen. Wer weiß, vielleicht bist du ja registriert. Ein Versuch ist es wert, denke ich. Ich werde mich in der Zwischenzeit im Kapitol nach einem Seiteneingang umsehen. Nur so zur Sicherheit. Ich werde dich begleiten und dir die nötige magische Rückendeckung geben. Ich würde mich gerne weiter mit den Amarotanern unterhalten. Vielleicht wissen sie ja, wie man Alweb von dem Licht befreien kann. Würdest du mitkommen? Ich will nicht gerne allein gehen. Natürlich, Rine. Sag nur, wann soll es losgehen? Wann es losgehen soll? Nistola und ich werden uns weiter der Informationsbeschaffung widmen. Es gibt bestimmt noch mehr herauszufinden. Ich schlage vor, wir treffen uns diesmal vor dem Kapitol. Also dann bis später.
Du möchtest das Kapitol besuchen? Ja, da kann ich dir weiterhelfen. Sag mir doch mal deinen vollständigen Namen, bitte. Albert Bestwin? Ich sehe einmal nach. Einen Augenblick, bitte. Okay, dann warten wir. Sind ja schließlich auf dem Amt. Albert Bestwin? Dein Antrag ist bearbeitet. Emmett Selch hat die Eintragung ins Register persönlich vorgenommen. Somit sind hier keine weiteren Formalitäten nötig. Bitte nimm dieses Dokument und bringe es ins Büro des Sekretärs. Verliere es nicht, denn der Beamte dort wird dir damit eine Besucherkarte ausstellen. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Amt. So, wir fahren einmal durch die Stadt. Nächster, bitte. Ich habe da ein Dokument. Willst du das Kapitol besichtigen? Bitte nimm Platz und warte. Ich werde dich aufrufen, sobald dein Antrag bearbeitet ist. Okay, dann nehmen wir doch Platz. Ist hier noch frei? Du bist nicht aus unserer Zeit, oder? Bist du Emmett Selch gefolgt? Keine Angst, ich bin nur ein Schatten. Hier, aber doch nicht hier. Ich weiß, dass mein Name Hyslodeus lautet und dass diese Stadt ein Abbild ist, wieder auferstanden aus den Tiefen der Zeit. Rain,
Die anderen sind sich der Wahrheit nicht bewusst. Sie sind nur Marionetten in diesem Puppenspiel. Ich frage mich allerdings, was Emmet Selch sich bei meiner Erschaffung gedacht hat. Vielleicht war es ein Versehen, vielleicht war es auch Absicht. Allein Hythrodeos soll die Wahrheit erkennen, mag er sich gesagt haben. Wir waren nämlich mal gute Freunde, er und ich. Aber meine Rolle ist die gleiche wie die der anderen. Wir sind schmückendes Beiwerk, Statisten, um diese Bühne etwas lebendiger erscheinen zu lassen. Du brauchst also keine Angst vor mir zu haben. Lass mich nur ein bisschen bei dir sein, während du wartest. Du kennst bestimmt das Schicksal, das uns bevorsteht. Es sind die letzten Tage von Amaroth, das Ende unseres Gestirns. Der Konvent der 14, so hieß er, obwohl es da nur noch 13 waren, beschloss, dem Planeten einen Willen zu geben, um die Ordnung der Naturgewalten wiederherzustellen und die Zerstörung aufzuhalten. Aber eine Schöpfung dieser Größenordnung erfordert eine immense Kraftquelle. Um diese Kraft zu spenden, opferte beinahe die Hälfte von uns ihre Leben. Aus ihrem Opfer wurde Zodiac geboren. Er erfüllte unsere Hoffnung und gebot der Verwüstung Einhalt. Doch das Gestirn hatte schon zu viel gelitten. Die Vielfältigkeit des Lebens war erblasst, das Land verdorben, das Wasser vergiftet und selbst der Wind hatte aufgehört zu wehen. Wir wandten uns ein zweites Mal an Zodiac. Wieder opferte sich die Hälfte meines Volkes, um die Welt zu reinigen, damit das Gras und die Bäume abermals erblühen und sich alles Leben von Grund auf neu entfalten könne. Der Kreislauf des Lebens begann von neuem und wir überdachten, wie wir ihn wahren könnten. Der Konvent entschied, dass wir die Welt pflegen würden, bis sie ihren Puls und ihren Atem wiedergefunden hätte. Dann würden wir einen Teil ihrer Lebenskraft Zodiac schenken. Dafür würde er uns die Seelen unserer Brüder zurückgeben, die ihn mit ihrem Leben gestärkt hatten. Zusammen mit ihnen würden wir unsere Rolle als Beschützer der Welt fortführen. Aber nicht alle stimmten zu. Es gab solche, die meinten, dass es genug der Opfer an Zodiac war
dass die neue Welt denjenigen gehören sollte, die neu in sie hineingeboren wurden. Sie gaben ihre Lebenskraft, um Heidelin zu erschaffen, die Gegenspielerin. Zum ersten Mal war unser Volk gespalten. Und du weißt, wie dieser Konflikt endete, nicht wahr? Dachte ich es mir. Zelch ist ein treuer Anhänger Zodiacs. Er will den jahrtausendealten Plan des Konvents ausführen und seine Brüder zurückholen, ungeachtet der Opferzahl. Obwohl er zu Schimpf und Klage neigt, ist er ein pflichtbewusster Mann. Er trägt die Verantwortung schon so lange ganz allein auf seinen Schultern. Es ist eine schwere Bürde, die auf ihm lastet. Alve Bestwin? Du bist an der Reihe. Geh nur. Eine Sache noch. Du bist nicht alleine, richtig? Da ist noch ein zweiter. Nein, ich sehe keine Form. Ich spüre nur den leisen Hauch einer zweiten Seele. Wahrscheinlich unsichtbar für alle außer mich. Und dich. Du kannst ihn auch sehen und hören, oder? Ja, das ist kein Zufall. In unserer Zeit wart ihr eins. Man sieht es an der Farbe eurer Auren. Es ist ein ganz besonderer Ton, so einzigartig, dass man ihn wiedererkennt, egal wie oft er auch gespalten sein mag. Dieses Schicksal zieht ihr ähnlich. Emmerzelch wird erkannt haben, dass ein Teil von ihr in dir steckt. Alvip Bestwin. Geh, mein Kind, auf dass du findest, was du suchst.
Nun, ich fand gerade den letzten Teil nochmal sehr interessant. Wenn damals beim Sieg von Heidelin gegen Zodiac die Welt und alles in 14 Teile gespalten worden sind, auch die Seelen der Bewohner, dann ist jede Seele ein Abkömmling eines Bewohners von Amarod oder der damaligen Zeit. Und das bedeutet dann, dass mit der Vereinigung, also 7 Katastrophen, die bereits passiert sind, 7 Vereinigungen, dass wir inzwischen 8/14 einer Seele eines ursprünglichen Amarotaners haben. Und dass 1/14 die Seele von Artbert ist. Das bedeutet, Artbert und ich sind eigentlich dieselbe Person. Oder waren dieselbe Person. Nur eben gespalten. Nun gut. Bitte sehr, deine Besucherkarte. Zeige sie am Eingang zum Kapitol vor und man wird dich einlassen. Einen schönen Tag noch. Okay, dann geht's zurück zum Kapitol. Könnte jetzt noch so viel, was mir durch den Kopf geht, wenn ich jetzt diese Szene mit Hyslodeos mir nochmal anschaue, aber das wäre dann alles Spoiler. Ich weiß, das ist für jemanden, der diese Szene zum ersten Mal sieht, echt verwirrend teilweise. Aber glaubt mir, es wird alles noch Sinn ergeben. Es macht auch total Sinn, warum ausgerechnet Hyslodeos sich seiner selbst bewusst ist. Und warum ausgerechnet Hyslodeos die Farbe der Seele des Spielcharakters, des Kriegers des Lichts, erkennen kann. Da bist du ja endlich. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Hast du in den Mühlen der Verwaltung etwas erreicht? Ja, ich habe eine Besuchskarte. Ausgezeichnet, genau was wir brauchen. Odiranger und ich haben das Kapitol ausbaldobert. Aber unsere Chancen, ohne Besucherkarte da reinzuschleichen, sehen ziemlich mies aus. Bewaffnete Wachen fanden wir keine. Dafür gab es in ihrer Zeit wohl keinen Anlass. Aber die Fenster und Türen sind gut verschlossen. Keinen Ilm ließen sie sich bewegen, weder mit bloßer Muskelkraft noch mit Arkanenmitteln. Ob Emmetzelch sie so erschaffen hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Ein, zwei Tricks hätte ich gerne noch ausprobiert, aber dann haben wir uns doch entschieden, nicht so viel Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Rine und ich haben versucht, eine Heilung für dich zu finden. Aber es ist unmöglich, mit den Amarotanern darüber zu sprechen. Sie leben nur in diesem einen Tag. Sie erzählen gerne von ihrer Gegenwart, aber als ich ihnen unsere Situation beschrieb, konnten sie nicht folgen. Hast du bei deinem Behördengang etwas Neues erfahren, Elvib? Ein gewaltiges Opfer im Austausch für die Wiederauferstehung ihrer Brüder? Das ist es, worauf alle Pläne der Ashians hinauslaufen. Darum ging es also die ganze Zeit.
Und wenn es immer noch ihr Plan ist, dann werden sie bei der Vereinigung der Welten nicht Halt machen. Richtig. Wir dachten, ihre Absichten zu kennen. Die ursprüngliche Gestalt des Planeten wiederherzustellen, damit Zodiac seine Kraft zurückerhält und als Wille des Planeten herrschen kann. Aber das ist nur Teil ihres Planes. Ich möchte es kaum aussprechen, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Ashians nach der letzten Vereinigung vorhaben, Zodiac das Leben des Ursprungs zu opfern. Ja, das halte ich für wahrscheinlich. Vielleicht würden sie die verschonen, die ihnen geholfen haben, aber... Aber es würde das Ende unserer gesamten Geschichte bedeuten. Dieser Plan muss mit allen Mitteln verhindert werden. Ganz deiner Meinung, Bruderherz. Nicht auszudenken, wozu die Ashians fähig wären, wenn sie wieder Kristallexarch durch die Zeit reisen könnten. Auf diese Fähigkeit hat es MSL schließlich abgesehen. Wir müssen ihn finden, Alvip. Und wenn wir ihn haben, werden wir für die Zukunft und die Vergangenheit Eoseas kämpfen. Geh mit den festen Schritten einer Unbesiegten. Kämpfe mit dem Herzen der Unbezwingbaren. Und sende ein Zeichen deiner Unbeugsamkeit an alle, die vor dir waren und alle, die nach dir kommen. An einen jeden, der dir je begegnet ist. Zerre so fest an den Zügeln der Geschichte, dass sogar mein anderes Ich, das irgendwann im Blutbad einer achten Katastrophe ihren letzten Atemzug tut, es spürt und mit ihrem letzten Lächeln sagen kann: Ich wusste, dass du es schaffst. Gibt es denn wirklich keinen anderen Ausweg, als gegen ihn zu kämpfen? Es wird bestimmt nicht leicht werden. Er hat die Kraft, eine ganze Stadt zu erschaffen. Eine riesige Stadt. Und du? Wenn du dich zu sehr anstrengst, wird das Licht aus dir herausbrechen. Und dann? Du musst dich selbst entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. So wie wir alle uns entscheiden müssen.